Eigentlich werde ich den Eindruck nicht los, in diesem Land wimmelt es nur noch von Islamisten. Wenn wir beispielsweise die letzte Woche angucken, Bundeswehr, Islamisten. Wenn wir auf den Straßen gucken, Lease-Projekt, Salafisten. Wenn wir Anschläge haben, Salafisten. Und dann am schlimmsten ist es natürlich, wenn solche Leute eine öffentliche Bühne bekommen. Denn kein Mensch kann ja wollen, dass solche Leute in der Öffentlichkeit auftreten. Weder Nicht-Muslime können das wollen, noch Muslime können das wollen. Und jeder, der unsere Seite, die Sadr-Initiative, kennt, weiß ganz genau, wir distanzieren uns ständig von Radikalen. Nicht nur wir distanzieren uns, unsere Distanzierung ist ja relativ einfach. Nein, wir versuchen sogar zu zeigen, wie unsere Positionen sind, wie sich unsere Position von den Salafisten unterscheidet. Wir versuchen, eine Gemeinsamkeit mit der Mehrheitsbevölkerung hier zu bekommen. Aber was hat unser Engagement für einen Wert noch, wenn ständig diese Salafisten eine öffentliche Plattform bekommen? Das ist das erste Mal in einem Video, wo ich nicht nur die Muslime kritisieren möchte, sondern einmal mal die Kritik zurückgeben möchte an die hier vertretenen Medien. Liebe Medien, wenn Sie ständig salafistische Prediger einladen und einladen und einladen, was glauben Sie denn, was passiert? Wie oft hatten wir jetzt bei Maischberger einen gewissen Prediger aus dem Rheinland? Wie oft hatten wir jetzt bei Maischberger Hassan Dabbagh? Wie viele Einladungen von Nora Illi hatten wir denn schon? Gestern, wie viele haben vielleicht bei Anne Will einige gesehen, wurde schon wieder Nora Illi eingeladen. Für was? Wen repräsentieren diese Leute? Wir wissen, wir haben 4 Millionen, 5 Millionen Muslime in diesem Land. Davon sind 8.000, 9.000 laut Schätzung des Bundesverfassungsschutzes sind Salafisten. Das heißt, selbst wenn sie diese Salafisten einladen, sie repräsentieren 9.000 Leute. Für 9.000 Leute machen wir so einen Aufruf? Für 9.000 Leute geben wir so eine Plattform. Für 9.000 Leute bezahlen wir Rundfunkgebühren. Ist das lassen wir mal die Rundfunkgebühren beiseite. Geld ist ja egal. Nach all diesen Anschlägen, nach all diesem Krieg, den wir im Nahen Osten haben, nach all dieser Expansion des Islamischen Staates, liebe Redakteure oder liebe Gestalter dieser Talkshows, ich verstehe, was Sie sich denken, wenn Sie einen Bosbach dahinsetzen, den ich in manchen Punkten wirklich respektiere. Wenn er zum Beispiel einen Satz sagt in Form von, in Deutschland können Muslime den Koran verteilen, versuchen Sie es mal in Saudi-Arabien, hat vollkommen recht. Hat vollkommen recht mit dieser Kritik. Aber abgesehen davon, wenn wir zum Beispiel einen Wolfgang Bosbach, der normalerweise relativ in seiner Kritik in Ordnung ist. Manchmal kann man einiges anders sehen, einiges kann jemand befürworten. Aber Bosbach vergleiche ich so von seinem Diskussionsstil, nicht von seinem Inhalt, von seinem Diskussionsstil, so wie Friedmann. Er ist leicht aus der Fassung zu bringen, wenn Sie jemanden wie Nora Illi neben ihm sitzen. Und dann holen Sie Ahmed Mansur dazu. Ich weiß ja, was Sie sich dabei gedacht haben. Ich kann mir das ja schon denken, was Sie sich denken. Und natürlich, jede Show will auch, dass die Leute das gucken. Das kann ich absolut verstehen. Natürlich, keiner will, dass seine Show nicht geguckt wird. Aber Sie müssen sich langsam als Talkshow-Gastgeber eine Frage stellen. Ist Show wirklich so wichtig, dass ich Menschen einlade, die eine Ideologie verbreiten, die eine Plattform bekommen? Glauben Sie, viele Muslime gehen jetzt Zentralrat Schweiz, Nora Illi und liken das und bekommen mit was. Das ist doch normal, passiert jedes Mal. Dass wir solchen Leuten eine Plattform geben, ist es wirklich richtig, da nach dem Geld zu schauen und nicht nach dem Frieden im Land? Wollen wir wirklich, dass solche Leute ihre Ideologien verbreiten? Bei allem gebührenden Respekt, liebe Medien, natürlich müssen wir Muslime aufstehen, natürlich müssen wir Muslime uns anstrengen. Und jeder, der die Sadr-Initiative folgt, weiß auch, dass wir das tun. Und viele lobenswerte Gruppen gibt es auch. Beispielsweise zu nennen News rund um die muslimische Welt. Eine tolle Seite, die ich jedem empfehlen kann. Selwa Mohammed, tolle Frau, die ich jedem empfehlen kann. Alle engagieren sich. Aber wenn sie ständig solche Leuten eine Plattform geben, was nützt es dann noch, was zu sagen? Was nützt es dann noch?